Man sagt, Maschinenbau ist ein sehr schwerer Studiengang. Kann ich auch nur bestätigen. Maschinenbau ist die Kombination aus Fertigung, Produktion und auch natürlich der Konstruktion von Maschinen und sich bewegenden Elementen. Maschinenbau findet man so gut wie in jedem Teil, das wir eigentlich in unserem Alltag benutzen. Die Pizza, die zum Beispiel zu jemandem nach Hause geliefert wurde, wenn sie zum Beispiel industriell gefertigt wurde, ist durch große Fertigungsanlagen gegangen. Und diese kompletten Fertigungsanlagen, das wäre auch zum Beispiel ein Gebiet, um das sich ein Maschinenbauer kümmern würde. Das Maschinenbaustudium geht 6 Semester. Dort erlernt man die naturwissenschaftlichen Kenntnisse, Mathe, technische Mechanik, Mechatronik und Konstruktion. In höheren Semestern werden wir dann auch noch Strömungsmechanik, Thermodynamik, also weiterführende Fächer haben, die uns dann einfach ermöglichen, insgesamt dieses ganze Maschinenbauthema grundlegend zu verstehen. Was mir persönlich besonders Spaß macht am Studium, ist eigentlich, dass man sehr viele neue Leute kennenlernt, man gemeinsam Themen erarbeitet, die man nicht versteht, man sich die Themen auch gegenseitig erklärt und dadurch einander auch helfen kann. Ich finde es deutlich persönlicher hier, da wir in kleinen Gruppen unterteilt sind und so viel besser in Kontakt mit den Professoren und Lehrbeauftragten treten können. Als Ingenieur finde ich, ist es wichtig, komplexere Themen einfach in Gruppen zu erarbeiten. Und diese kleineren Kursgrößen machen das möglich. Die Berufsaussichten nach dem Studium sind als Maschinenbauer sehr gut. Man hat mehrere Branchen, in denen man arbeiten kann, aber auch in Bereichen, in denen man es nicht erwartet, wie beispielsweise in der Pharmazie oder auch in der Lebensmittelindustrie. Durch dieses breit aufgestellte Feld hat man einfach die Möglichkeit, in jegliche technische Richtung zu gehen. Das Studium Maschinenbau ist geeignet für Personen, die wirklich Interesse daran haben und wirklich richtig Bock und Laune haben, sich dahinter zu setzen, dahinter zu klemmen und das wirklich durchzuziehen.